So, unsere Zwerge sind fleißig am Käfige abholen. Und die Miliz schiebt draußen Wache, so soll's sein. Was haben wir drin denn noch alles zu tun? Der doofe Falke ist wieder wild geworden. Ja, das interessiert uns aber nicht. Nicht die Bohne. Was sagt denn unten unsere Arena? Oh, und das Schleifen ist fast fertig. Und genau das meine ich mit komisch aussehen. Also die Wände sind zwar abgerundet, das sieht man auch grafisch. Aber es ist halt hier orange, da rot und da sogar ein Stückchen weiß, grau. Aber na gut, solange die Zwerge damit zufrieden sind, soll ich es erstmal auch sein. Dann kann der Engraver hier unten gleich weitermachen mit dem Grab von Girugon, also der Grabstätte. So. Oh, die Arena ist fertig. Schön, schön. Wir haben nur keine Tür dafür. Aber wir können schon mal alle Käfige hier unten hinstellen. Das dürfte eine ganze Ecke dauern. Denn wir hatten vorher ja irgendwie schon ein Dutzend oder so Goblins. Die müssen wir jetzt auch noch alle hier runterbringen. Also erstmal müssen wir sie oben abbauen, hier unten wieder neu aufbauen und dann jeden einzeln mit dem Schalter verbinden, den wir auch noch bauen müssen. Und das müssen wir jedes Mal machen, wenn wir die Arena benutzen wollen. Das ist ein bisschen ärgerlich. Aber vielleicht gibt es ja eine bessere Lösung, die irgendjemand gleich vorschlagen kann in den Kommentar. So, das waren die neuen Goblins. Hier unten ist auch nichts los. Gut, dann wieder nach oben. Und ihr könnt alle wieder removed werden, damit ihr auch auf den Stockpile kommt, damit wir euch unten wieder hinbauen können. So, die Miliz wird langsam grumpig. Aber die ganzen Fallen sind noch nicht neu aufgebaut. Oh, und das nächste Jahr fängt an. Wird der Bildschirm wahrscheinlich wieder schwarz? Ich hoffe mal, die Aufnahme stürzt jetzt nicht ab. Das ist immer ganz komisch. Aber man sieht dann auch schön den Windows-Cursor mit der Sanduhr und teilweise stürzt dann das Programm ab. Also das Aufnahmeprogramm, das ist nicht so toll. Vor allem, weil hier hat man ja auch nicht mehrere Speicherstände, die man wieder neu laden kann. Wenn jetzt mal eine Aufnahme irgendwie daneben geht, dann muss ich euch quasi nachkommentieren, was da passiert ist. So. Das soll jetzt aber erstmal mit der Miliz reichen. Befehl aufheben, geht nach Hause. Falls was ist, wir haben noch genug Fallen, das reicht schon. So, ich sehe ganz viele Statuen. Die wollen wir doch gleich mal verbauen. Und zwar nicht da unten, wo sie eigentlich hin sollten, sondern schon mal hier oben. Und es sind auch Granitsachen, Jet-Sachen dabei. Jet-Statuen, 3 Stück. Also entweder sind das noch Restposten oder wir haben wieder irgendwo einen Fehler drin. Aber gut. So, Jet-Statuen. Haben wir noch Armor-Stands? Nein, haben wir nicht. Müssen auch gleich auf die Liste. Wir hätten gerne Rock, Armor-Stand, 3 Stück. Rock, Weapon-Rack, 3 Stück. Und Rock, Cabinet, auch 3 Stück. So. Wie schaut's unten aus? Der erste Goblin ist da. Die Käfige an sich scheinen auch schwer zu sein. So schwer, so langsam wie die Zwerge hier gehen. Ja, ich weiß nicht, ob ich die Neuerung so toll finde. Also klar, es ist realistischer. Aber dadurch, dass die Sache jetzt das Gewicht wirklich mitzählen lässt, was die Bewegungsgeschwindigkeit angeht, ist das ganze Fort wesentlich langsamer in seinen Abläufen. Werde ich mich wahrscheinlich einfach nur dran gewöhnen müssen. So, hier machen wir auch schon mal den Eingang frei, damit die Miner was zu tun haben. Hier können wir auch schon mal aushöhlen. So. So, die Statuen stehen und die steht da schon mal falsch. Das ist nämlich eine Jet-Statue, da habe ich einen Fehler gemacht. Genau, nehmen die gleich wieder mit. BS. Und eine Granitstatue soll es sein. So, das Hundebett können wir aber schon mal aufbauen. Dahin. Und es soll sein Deng Stam Cobben. Cobben. Das Hundeknochenbett. Und der Rest muss erst noch gebaut werden. Und warum smoothte das da unten nicht? Ah, jetzt macht er erstmal unten die Grabstätte. Ja, schaut so aus.
Ja, das mit den Arbeitsbefehlen ist teilweise recht komisch. Also sie arbeiten sie nicht chronologisch ab. Es gibt ja irgendeinen anderen Algorithmus. Früher war das immer, er fing immer oben links an und ging dann runter. Das haben sie jetzt aber auch nicht mehr. Jetzt scheint es einfach nur noch chaotisch zu sein. Und warum ist dann ein Zwergenkäfig im Müll? Oh, hier sind ganz viele Zwergenkäfige im Müll. Ihr sollt aber nicht in den Müll. Ihr sollt da hinten hin. Nee, in die Müllpresse die zu packen, wäre absolute Verschwendung. Da kommen ja nicht mal Knochenball raus. Und deswegen machen wir das Ganze ja. Also zum einen, um schneller an die Knochen ranzukommen. Und zum anderen, damit unsere Miliz Training hat. So, da ist noch ein Goblin. Da ist noch einer. Hund, Hund. Nee. Die Goblins, die jetzt bei der Müllpresse sind, zählen alle noch nicht. Die müssen erstmal wieder oben auf den Animal Stockpile. Und jetzt können wir perfekt testen, ob einer von den Zwergen hier einen grumpigen Gedanken bekommen hat, nur weil er sich durchdrängeln muss. Also Zustand, Gedanken. Also, er war ekstatisch vor kurzem. Er war zufrieden bei der Arbeit. Er hat ein schönes zu essen gegessen. Er hat in einem legendären Dining Room gegessen. Oh, er hat nicht gut geschlafen wegen Lärm. Hat in einem guten Schlafzimmer geschlafen, hat ein schönes Trade Depot bewundert, ein legendäres Mahl gegessen, hat mit ihrem Vater gesprochen und hat ihr eigenes schönes Bett bewundert. Ja, aber nichts von wegen wurde bei der Arbeit angerempelt oder die Gänge sind zu eng oder irgendwas in der Richtung. Testweise nehmen wir nochmal random irgendeinen anderen, machen das Ganze nochmal und er war glücklich. Er hat eine schöne Tür bewundert. Was Zwerge so in ihrer Freizeit machen. Er war zufrieden bei der Arbeit, hat einen legendären Dining Room gesehen, das werden alle Zwerge haben. Hat sein eigenes schönes Bett bewundert, werden auch alle Zwerge haben, denn wir haben bei jedem Bett darauf geachtet, dass es von vornherein eine gute Qualität hatte. Hat im eigenen guten Bett geschlafen, war genervt von Fliegen. Und hat mit seiner Verlobten gesprochen. Na gut, also auch er keine negativen Gedanken. Das heißt, es verzögert zwar den Transport ein bisschen, aber das nehme ich in Kauf. Wenn jetzt da negative Gedanken bei gewesen wären, dann hätte ich den Gang weiter ausgebaut. Aber so ist es zwar langsamer, aber dafür ist es auch ein besseres Sicherheitsrisiko. Ein geringeres Sicherheitsrisiko. Denn die Feinde müssten sich genauso durchquetschen und wir können alles hier abdecken, indem wir einfach nur ein paar Türen reinsetzen. Hätten wir jetzt einen drei Felder breiten Gang, wie wir es anderswo hätten, dann könnten wir es nicht mehr mit Türen sichern. Oder Wände mit mehreren Türen und dann, ja. Ich habe es lieber so, dass die Gegner durch einen schmalen Gang müssen, wenn sie zu mir wollen. Und warum zur Hölle nimmt dieser Zwerg die Schubkarre und fährt zu dem weit entferntesten Stein überhaupt, um den zu holen? Ist das der neue Super-Algorithmus? Geht den weitesten Weg überhaupt möglich? Oh weia. Deswegen haben wir Nigranit. Die nehmen immer den weitest entferntesten Stein. Wahrscheinlich, damit der nächste Job dann schneller geht. Okay. Das heißt, wir müssen jetzt einfach nur warten, bis die ganz weit entfernten Steine alle weg sind und dann sie nach und nach den näherliegenden ranbringen. Ja, komisch. Aber na gut, kann man nicht ändern. Wenigstens haben wir jetzt hier oben schon mal ein paar Steine über. Oh, die Work Orders sind schon alle fertig. Ja, ich sehe hier Waffenständer. Oh, sehr schön. Dann können wir doch gleich mal die Nobelräume weiter ausbauen. Wir haben nur keine Türen. Also, wir hätten gerne Rock Door 20. Und schon ist das Granit oben gleich wieder weg. Aber wir können schon mal den Armor Stand hier hinpacken. Und noch ein Armor Stand dahin packen. Und noch ein Armor Stand dahin. Und das Ganze nochmal für die Weapon Racks. Weapon Racks ist aber nicht W, sondern R. Genau, auf die andere Seite. Zack, zack. Zack, haben wir noch Tische. Ja, haben wir. Ist doch schon mal gut. Tisch haben wir auch nur drei Stück. Stühle? Keine Stühle. Noch mehr Arbeit für die Mason. Wir hätten gerne Rock Table. Fünf Stück. Rock Throne. Fünf Stück. Was war das andere?
Table, Throne, Tür. Türen haben wir schon. Statuen haben wir auch schon. Das müsste es erstmal gewesen sein. Ich hätte gerne mal, dass die Masons eigentlich nichts zu tun haben und solche Sachen schon mal in Massen auf Vorrat bauen. Also einfach mal so 50 Statuen und 50 Türen und was weiß ich. Aber es geht jetzt halt noch nicht. So, warum ist das da unten unterbrochen worden? Oh, die Sachen sind alle unterbrochen worden wegen den Goblins. Nee. Oh, und wir kriegen Fehlermeldungen rein. Wir haben nicht genug Käfige. Weil die ganzen Käfigen halt von den lebendigen Goblins noch beansprucht werden. Das heißt, wir sollten sehr schnell unten die Arena fertig bauen. Damit unsere Miliz sie fertig machen kann. Und wieder neue Käfige haben. Aber bis dahin können wir doch mal Wooden Cage. Ja, 5 Stück. So, runter zur Arena. Restliche Goblins zuordnen. Die müssten ja inzwischen oben angekommen sein. Jupp, ganz viele Goblins. Goblin, 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 Goblin. Oh, weia. Nee, das mache ich, glaube ich, gleich in der nächsten Pause kurz off-camera. Also wundert euch nicht, wenn am Anfang der nächsten Folge hier ganz, ganz viele Goblins hier drin stehen. So, also das mache ich später. Ist jetzt Girugorn inzwischen zufrieden mit seinem Tomb? Ja, ist er. Das Einzige, was er jetzt noch Besseres haben will, ist sein Büro und sein Dining Room. Das kommt ja demnächst. Nämlich hier. Türen fertig. Jupp. Da eine Tür. Da eine Tür. Da eine Tür. Thrones sind noch nicht fertig. Aber sein Bedroom können wir schon mal machen. Da. Girugorn. Das wird dein Dining Room. Auch Girugorn. Und dann unten nehmen wir das ihm schon mal weg. Genau, Lord Girugorn. Drücken wir einfach F für Free. Und hier auch für Free. So, oh, Cabinets fehlen. Ja, die waren noch in seinem alten Raum. Aber der Dining Room scheint ihm schon mal zu reichen. Dann wird das Office ihm dementsprechend auch reichen. Also das Glattschleifen von dem Stein bringt doch schon sehr viel. Wie ihr gerade gesehen habt, wir haben nicht großartig viel verändert. Und trotzdem ist er instant zufrieden mit dem Raum. So, was haben wir unten noch? Wir haben gerade keine Karawane da, das wollte ich ja auch mal ausnutzen. Und jetzt unser ganze Kohle- und Metallbarren zählen. Also Blöcke brauchen wir nicht, Steine brauchen wir auch nicht. Wo sind Barren? Da, wir haben nur 6 Stahlbarren. Wir haben 17 Eisenbarren. Wir haben insgesamt nur 17 Kohle, das ist nicht viel. Ein bisschen Bronze, wie viel Kupfer? 8 Stück. Hält sich alles ziemlich in Grenzen. Na gut, wir hätten gerne Stil. Schilde brauchen wir, glaube ich, auch noch welche, ne? Gucken wir kurz im Stockpile. Stock. Wo sind die Schilde? Da sind die Waffen, Munition, Schilde. Wir haben 24 Kupferschilde. Ach, von den ganzen Goblins, okay. Wir haben kein einziges Stahlschild. Das müssen wir auf jeden Fall ändern. Also. Steel Shield. 6 Stück erstmal. Wir hatten ja nur 7 Barren, also sind die gleich weg. Und wir sollten noch ganz viel... Gibt es einen Woodburning-Befehl? Wood burn? Nein. Make Charcoal? Ah, sehr schön. 20. Wie viel Holz haben wir eigentlich noch? Boah, wow, eine Menge. Aber könnte ruhig ein bisschen mehr sein. Also geben wir mal den Befehl. Chop. Hier draußen. Und gucken wir mal, ob irgendjemand den Befehl überhaupt annimmt. Weil es kann gut sein, dass ich momentan gar keine Cutter angeheuert habe. Nö. Keiner fühlt sich verpflichtet, da jetzt hinzulaufen. Das ist nicht so gut. Schade. Na gut, machen wir erstmal eine kleine Pause. Während der Zeit stelle ich ein, dass 2, 3 von den Haulern Cutter werden. Und... Wo ist es?
da und baue hier ganz viele Goblin-Käfige auf. Also bis gleich.